Cut Depp ist zurück aus der Sommerpause, was vor allem bedeutet, dass der Club-Podcast von nordbayern.de ist, dass auch der erste FC Nürnberg zurück ist aus der Sommerpause. Es ist Montag, der 13. Juni. Mein Name ist Fadi Kiblavi und verbunden bin ich mit Robert Klaus, dem Cheftrainer des ersten FCN. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich soll duzen, habe ich gerade gelernt. Weil? Ja. Alle machen, nur wir nicht. Ja, ist mir jetzt mal aufgefallen in letzter Zeit, dass eigentlich nur die Journalisten mich siezen und alle anderen hier in ganz Nürnberg du zu mir sagen. Ja. Alle im Verein, alle im Umfeld, und das ist deutlich angenehmer. Okay. Deswegen habe ich jetzt darum gebeten, dass ich geduzt werde. Ja, ab jetzt. Hier im Podcast, wenn das okay ist für alle. Ab jetzt wird gnadenlos geduzt, nicht nur im Podcast. Es ist Montag, der 13. Juni, es ist vor allem kurz nach 9. Gibt's bei Robert Klaus so etwas wie den Urlaubsblues, wenn die Arbeit vor allem damit beginnt, sich erstmal mit mir eine halbe, dreiviertel Stunde unterhalten zu müssen? Oder ist die Vorfreude auf den zweitschönsten Job der Welt so groß, dass der Urlaub längst vergessen und abgehakt ist? Also den Termin habe ich ja sogar vorgeschlagen. Ja. Deswegen ich prangere kann ich mich das nicht an. Beschweren. Ich wollte nicht so indirekt beschweren. Das ist ein guter Einstieg in die Woche. Wir sind ja gestern schon gestartet mit Laktattest und Leistungsdiagnostik und heute Nachmittag kann man dann das erste Training und heute Vormittag dann nochmal in dem Podcast ein bisschen über Fußball zu sprechen, ist auch ein guter Einstieg und Urlaub war schön, aber ich freue mich auch, dass es wieder losgeht und habe jetzt auch heute früh, als ich jetzt hier durch die Geschäftsstelle gegangen bin, auch schon wieder viele motivierte Mitarbeiter gesehen, die, glaube ich, ja Lust haben auf die neue Saison. Okay, ich habe auch Lust, auch auf Gespräche über Fußball. Wir machen eine kurze Pause. Thomas Korell stellt uns unseren Sponsor vor und dann geht's weiter. Bis gleich. Kadepp, der Club-Podcast von nordbayern.de. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg. Zum dritten Mal und damit alleiniger Rekordhalter in dieser Kategorie ist Robert Klaus zu Gast in diesem Podcast. Das letzte Mal ist allerdings schon ein bisschen her. Ich glaube, es war im Frühling 2021 und der Club war noch mit Abstiegskampf beschäftigt. Du hast damals angeprangert im Gespräch mit Wolfgang Lars und mit mir, dass wir ein bisschen zu pessimistisch auf die Welt und auf den Club gucken. Wir haben versprochen, dass wir der Optimismus-Podcast werden. Und du hast gesagt, Realismus würde schon reichen. Wie steht's denn jetzt in Nürnberg rund um den Club, um den Realismus, Optimismus, Pessimismus? Abstiegskampf war nicht mehr. Alles besser geworden, oder? Ja, wir haben es ja geschafft letztes Jahr, oder nicht wir, sondern das Umfeld hat es geschafft, den Realismus zu überspringen und ist von Pessimismus gleich in ungebremste Euphorie verfallen. Das heißt, ja. diesen breiten Bereich von Realismus, den es normalerweise gibt, der wurde einfach ganz klassisch übersprungen hier. Wir sind dann direkt in den Kampf um Europa eingestiegen und haben dann aber im Endeffekt, wurde es dann, glaube ich, die Saison auch realistisch am Ende eingeschätzt von allen im Umfeld. Und man hat gesehen, dass wir eine gute Saison gespielt haben, dass wir bis zu dem Sandhausen-Spiel uns gesteigert haben, dass wir die Möglichkeit hatten, auch aufzusteigen, dann durch das Sandhausen-Spiel den Bruch hatten und am Ende dann nicht mehr so gepunktet haben, wie wir das wollten und dann am Ende ein Ergebnis rausgekommen ist, womit wir zufrieden sind. Wir haben unser Saisonziel erreicht. Wir hätten sicherlich gerne 3, 4, 5 Punkte mehr gehabt, aber trotzdem wurde die Saison, glaube ich, als gute Saison eingestuft, auch im Umfeld und vor allen Dingen auch hat sie Lust gemacht auf die neue Saison, was auch immer wichtig ist. Deswegen glaube ich schon, dass die Leute hier in Nürnberg jetzt auch merken, dass die Dinge, die wir sagen, die wir vorgeben, worüber wir sprechen, dass die auch eingehalten werden, dass wir keine Fantasien bilden, dass wir aber auch ja ganz realistisch einschätzen können, was möglich ist, was nicht geht, und dann gucken, dass wir da uns daran orientieren und dass wir die Leute auch mitnehmen auf dem Weg. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Ich habe das Gefühl, dass das immer besser wird. Ja,
Es wurde jetzt tatsächlich alles immer besser, seit Robert Klaus den ersten FC Nürnberg übernommen hat. Ist selbst ein bisschen überrascht davon, wie reibungslos ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wie gut das funktioniert, dieser Einstieg ins Profi-Trainer-Dasein allein verantwortlich. Da habe ich mir noch gar nicht so richtig Gedanken drüber gemacht, weil ich auch nicht so eine Erwartungshaltung hatte oder mir nicht so eine genaue Vorstellung gemacht habe vorher, wie es laufen könnte oder was passieren könnte, sondern ich bin reingegangen und hatte gesagt, hey, ich kann das und das kann ich. Ich denke, damit kann ich hier gut arbeiten. Die und die Bedingungen sind hier, die Voraussetzungen sind da. Das könnte passen. Und dann, ja, wie wir gerade schon gesagt haben, war es etwas holprig am Anfang. Glaube ich aber auch verständlich nach den Jahren, die vorher dann hier Misserfolg waren und viel Negatives erlebt wurde, und dann war es am Anfang auch holprig, und dann haben wir alles ein bisschen beruhigt, haben ein paar gute Entscheidungen getroffen, dann wurde es besser und besser, und jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir, glaube ich, eine gute Entwicklung genommen haben, und jetzt geht es auch darum, das zu bestätigen. Das ist jetzt nicht so, dass wir wieder an dem Punkt anfangen, dass wir jetzt von Platz 8 starten in dieser zweiten Liga und dann sagen, jetzt geht's nur noch nach oben und nur noch besser, so wie die letzten beiden Jahre, wo wir uns kontinuierlich gesteigert haben, sondern jetzt geht's ja darum, das Niveau, was wir in der Rückrunde hatten, erstmal wieder zu holen. Mit ganz fleißiger, harter Arbeit, Basics wieder erfüllen. Und das ist auch für mich als Trainer jetzt wieder ein Entwicklungsschritt, dass ich das auch wieder jetzt einfordern muss, vorleben muss, die richtigen Stellschrauben drehen muss, dass wir wieder zunächst mal relativ schnell auf dieses Niveau wieder kommen, wo wir halt davon sprechen können, dass wir guten Fußball spielen, dass wir regelmäßig punkten, dass die Fans zufrieden sind, weil das ist keine Selbstverständlichkeit in dieser zweiten Liga. Deswegen auch das für mich jetzt wieder für die neue Saison schon eine Herausforderung. Wir haben dich gefragt beim letzten Mal, ob du dich als etablierten Trainer siehst. Die Antwort war nein. Hört sich jetzt so an, als wäre es vielleicht immer noch nicht etabliert. Kann man das überhaupt werden in diesem Job? Damals hast du gesagt, es gibt noch ganz viele Stadien, in die du kommst, in die ihr kommt, und wo du nicht weißt, wie es zur Gästekabine geht und sowas. Und ist besser geworden, weil wir jetzt schon in vielen waren. Seitdem ja und nein. Natürlich bin ich immer noch sehr jung und habe noch viele Situationen nicht erlebt. Das, was ich gerade zum Beispiel angesprochen habe, und wie entwickelt man eine Mannschaft über einen längeren Zeitraum, wie macht man den nächsten Schritt mit einer Mannschaft, das ist wie verhält man sich in Extremsituationen als Trainer, wenn es um alles oder nichts geht, beispielsweise entscheidendes Spiel oder ein Relegationsspiel oder was auch immer, Pokal, weiterkommen und so eine Sachen. Das sind natürlich Dinge, die habe ich immer noch nicht erlebt als Cheftrainer. Auf der anderen Seite, wenn man sich mal anschaut, die Laufzeiten oder die Verweildauer der Trainer in der zweiten Liga, da bin ich ja schon relativ weit vorn aktuell. Von Platz den Trainern, die jetzt noch im Amt sind. Da gibt es nicht so viele, die dann noch vor mir sind, so Thema Kontinuität. Deswegen in der zweiten Liga mit dem ersten FC Nürnberg fühle ich mich schon etabliert. In Summe als Cheftrainer einer Profimannschaft, da fehlt noch einiges, um richtig etabliert zu sein. Ja. Ihr werdet in eurem Tun ständig bewertet, unter anderem von uns, aber auch praktisch von jedem, der sich für den Fußball interessiert und seine Meinung ins Internet oder irgendwo sonst hinschreiben kann. Das, was du sagst, hört sich alles reflektiert an. Wie schafft man denn das in diesen Zeiten sich und in diesem Job sich immer selbst ehrlich zu bewerten? Ja, ob man es immer schafft oder ob ich es immer schaffe, weiß ich auch nicht. Man's? Ja, genau. Also ob ich immer ehrlich zu mir selbst bin, weiß ich auch nicht. ich glaube, da hat jeder noch Schritte zu gehen. Aber ansonsten wichtig ist, dass man nicht alles liest und sich nicht alles verrückt machen. Also ich lese sehr, sehr wenig, gerade so, was so Social Media, weil da ist natürlich eine ganze Bandbreite, und meistens schreiben ja dort die Leute rein, die negativ sind, schreiben ja viel rein in Social Media. Das heißt, es bildet ja nicht das allgemeine Stimmungsbild ab, was man dort sieht. Deswegen sollte man sich da gucken, dass man sich davon fernhält. Auf der anderen Seite ist es natürlich wichtig, dass man Gespräche führt mit Leuten, die
nah dran sind. Das ist auf der einen Seite natürlich Freunde, Familie, die nicht im Fußball arbeiten. Das hilft dazu, einfach auch zu merken, ja, es gibt einfach wichtige Sachen im Leben, die nicht mit Fußball zu tun haben. Und wenn man da wieder zurückkommt in diesen Kreis von Leuten, dann geht es auch nicht immer nur um Fußball. Und das ist auch ganz wichtig, dass man das immer wieder feststellt, okay, was hat man für einen Job, wie privilegiert ist man was für ein Glück hat man, dass man das immer machen kann. Und damit lässt es sich natürlich dann auch schöner und leichter arbeiten, wenn man dieses Gefühl hat, dass man einen super schönen und privilegierten Job hat. Und auf der anderen Seite sind es natürlich auch Leute, mit denen man sich unterhält, die einem nahestehen im Fußball, die man dann natürlich auch braucht. Das sind natürlich in meiner Funktion jetzt hier ist natürlich mit dem Dieter Hecking oder Frebbe meine direkten Ansprechpartner, mein Trainerteam, aber auch ganz wichtig meine Spieler, gerade die älteren, die erfahrenen Führungsspieler, die haben ja viel mehr Erfahrung in dem Business als ich eigentlich. Also die haben ja viel mehr Situationen schon erlebt und wenn ich mir da immer wieder Feedback einhole und auch sage, ihr könnt immer wieder zu mir kommen, wenn irgendwas ist, dann kommt zu mir und sagt mir, wie eure Meinung dazu ist, dann ist das glaube ich ganz wertvoll und das hilft auch da, wie am Anfang gesagt, bin ich aber auch nicht perfekt und muss da auch noch viel, viel mehr sprechen und mich austauschen und mehr Feedback einholen und auch noch ehrlicher zu mir selbst sein. Kannst du mit Kritik umgehen? Ich habe mir diese letzten beiden Podcasts, in denen du hier zu Gast warst, angehört und du hast damals auch gesagt, dass du das Gendern mehr üben willst, mehr in deine Alltagssprache einbringen willst, dass es im Fußball schwierig ist, weil man praktisch nur von Männern umgeben ist, mehrheitlich. Mhm. Und in dieser Welt, so den Eindruck habe ich immer von einem Fußballverein, muss man vor allem stark und von sich selbst überzeugt sein. Wie schwierig ist es denn da mit Kritik ehrlich umzugehen? Also ich glaube, je stärker und selbstbewusster man selber ist, desto einfacher kann man auch mit Kritik umgehen, weil man dann nicht das Gefühl hat, dass es einen persönlich trifft, sondern es eher um die Sache geht. Wenn man von sich selber und von den Dingen, die man tut, überzeugt ist, dann kann man auch mit Kritik besser umgehen und empfindet das nicht als Angriff. Solange es der Sache dient, ist das auch immer wichtig. Kritik ist ja immer blöd, wenn es unsachlich wird, wenn es ins Persönliche geht, wenn Emotionen dabei sind, die projiziert werden auf Dinge, dann macht es keinen Sinn und dann höre ich mir das auch gar nicht an. Aber wenn Kritik um die Sache geht, inhaltlich, dann ist das immer ganz, 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 ganz wertvoll. Und ich bin schon auch, denke ich, eine starke Persönlichkeit, weil sonst kann man nicht Cheftrainer werden im Profifußball. Ich bin schon selbstbewusst, ich weiß, was ich kann, versteck mich auch nicht und habe auch kein Problem damit, mal die Klappe aufzumachen und mal Dinge zu sagen und mich vor eine Gruppe zu stellen oder so. Also das sind schon Dinge, die glaube ich, die kann ich ganz gut. Und wenn dann jemand halt der Meinung ist, dass er bestimmte Dinge an mir nicht mag, dann ist das auch völlig okay. Und dann kann ich damit umgehen, weil ja der Großteil der Menschen, auch das, was wir machen oder das, was ich dann auch verantwortlich mitmache, das ja gut findet und es auch sehr viel positives Feedback gibt, gerade so im privaten Umfeld, von der Familie, von Freunden. Und da merke ich ja schon, dass die Leute das, was ich mache, mögen und dass mir da zustimmen und da Spaß dran haben, mir zuzugucken bei meiner Arbeit. Und das ist ja dann wichtig und dann kann man natürlich dann auch die paar Leute, die dann der Meinung sind, irgendwie, dass ich ein Idiot bin oder dass ich das und das nicht kann oder dass ich hier eine Meise habe oder was auch immer, gibt's ja viele Sachen, dann ist okay. Es kann sein, dass es bei mir irgendwann der Punkt kommt, dass ich sage, ich habe keinen Bock mehr auf das Profi-Geschäft. Auch das ist so eine Aussage aus dem, glaube ich, letzten Podcast. Ist die Gefahr geringer geworden in den vergangenen 12 Monaten? Ich weiß gar nicht, ob es eine Gefahr ist. Vielleicht ist ja auch was Schönes, dass ich irgendwann sage, ey, ich habe alles erlebt, viel gesehen, alles erreicht, also erreicht im Sinne von, dass ich eine richtig schöne Trainerlaufbahn hatte und viel, wie gesagt, viele Menschen kennengelernt habe und in den Bereichen gearbeitet habe, wo es mir Spaß gemacht hat, wo ich vorangekommen bin. Und dann sage, ey, es reicht, es war gut und ist okay. Und ich glaube, da bin ich jetzt gar nicht so irgendwo was Besonderes, sondern das ist ja so mittlerweile in anderen Berufen auch so. Es gibt kaum noch
Leute, die mit 20 anfangen und mit 60 in Rente gehen und 40 Jahre im gleichen Beruf gearbeitet haben, so wie es früher häufig der Fall war. Ich glaube, das ist ja mittlerweile auch durch diese Globalisierung und Schnelllebigkeit der Gesellschaft einfach ein Fakt, dass halt viele Menschen auch sich ausprobieren wollen, was Neues erleben wollen und sagen, es reicht jetzt, es muss ein neuer Abschnitt her im Leben. Das wird jetzt bei mir nicht schnell passieren, glaube ich, im Fußball. Dazu liebe ich den Fußball zu sehr. Aber jetzt 25 Jahre an der Seitenlinie stehen, glaube ich, wird bei mir schwer. Oder bei den Trainern, die jetzt in meinem Alter sind, wird's schwer, weil es einfach schon sehr viel abfordert und die Spieler, man sieht's ja auch, ich ziehe mal ein Beispiel oder einen Quervergleich zu Spielern. Spieler beenden mittlerweile auch früher ihre Karrieren, genau aus dem Grund, glaube ich, weil sie sagen, ey, es reicht, es war gut, es war schön, aber es gibt noch andere Sachen im Leben, die will ich jetzt auch mal erfahren. Ja, eigentlich eine schöne Entwicklung, auch wenn, glaube ich, die Sache mit den Jobwechseln nicht bei allen immer ganz freiwillig ist, aber es ist auch so ein Phänomen offenbar dieser Zeit, dass die Menschen ja achtsamer sich selbst gegenüber sind und gucken, was ihnen Spaß macht und das, was ihnen Spaß macht, gerne machen, aber auch nicht ewig, sondern noch gucken, dass sie für andere Bereiche des Lebens noch Zeit haben. Das hat man jetzt als Fußballtrainer 2022 ist schon immer noch so ein nicht 24/7, aber 21/7 Job, oder? Ja, 24/6. 24/6. Ein freier Tag. Der Montag ist frei. Ja, genau. Je nachdem, wie der Spielplan ist, ist der Montag oder der Dienstag mal frei, genau. Ja, und natürlich ist das Handy auch an und man verfolgt dann auch den Fußball, dann findet ja auch Fußball statt und so weiter. Aber es gibt auch mal unter der Woche Momente, wo man als Fußballtrainer auch mal man ist jetzt nicht so, dass man da vom Fußball abschaltet, aber man macht vielleicht andere Dinge, die jetzt nicht unmittelbar Arbeit sind. Und trotzdem hat man den Kopf dann beim Fußball. Das ist immer so ein schmaler Grat. Man muss den Kopf freikriegen, muss sich auch freie Momente nehmen, aber es macht halt so viel Spaß, sich mit Fußball zu beschäftigen. Und es passiert so viel im Fußball. Und Fußball ist so präsent. Und man kriegt so viele Infos und Dinge mit aus dem Fußball, die ja auch schön sind. Also ich habe im Urlaub jetzt auch Fußball geguckt, also weil es mir einfach Spaß macht. Also nicht, weil ich jetzt sage, ich muss jetzt gucken, aber ich habe Relegation geguckt, ich habe Champions-League-Finale, DFB-Pokal-Finale und Länderspiele und gucke ich auch im Urlaub, einfach weil ich halt Fußball-Fan auch bin. Und ja, deswegen, das ist ja auf der einen Seite das Schöne bei uns im Beruf, dass wir so eine Mischung aus Hobby und Beruf haben und auf der anderen Seite aber auch die Gefahr, dass man halt dann zu viel dann drin ist und den Blick zu eng hat und gar nicht mehr die anderen Dinge des Lebens wahrnimmt. Wirklich auch Nations League geguckt? Nee, das mache ich nicht. Ich habe ein U21-Länderspiel geguckt, weil ich natürlich dann ein persönliches Interesse habe und die Jungs da kennen, aber Nations League im Sommer, im Urlaub, habe ich noch keine Minute gesehen, weil ich das also so für einen Blödsinn halte, dass man nach einer Saison mit 60 Pflichtspielen nochmal sagt, okay, jetzt in zwei Wochen machen wir einfach noch vier Freundschaftsspiele. Und wenn man sich mal das Niveau anguckt, völlig überraschend sind die Jungs total müde. Die Spiele sehen total blöd aus. Ich habe es nicht gesehen, aber was ich so lese an Kritiken und alle sind überrascht darüber, dass die Mannschaften keinen guten Fuß spielen. Ja, völlig überraschend. Ja. Völlig überraschend sind im Juni nach so einer Saison, nach Champions-League-Finale, DFB-Pokal-Finale, hinten dran noch sind die Jungs dann irgendwann müde und haben keinen Bock, das sechste Mal gegen Italien und England und wen auch immer zu spielen. Ja, logisch. Ja, gerade für einen Mats Müller-Daly ist er auch immer noch im Einsatz. Der hatte schon eine anstrengende Saison und wie kriegt man denn den wieder ausgeruht? Ja, bei Mats ist es ein bisschen was anderes, weil das ist natürlich nochmal, er ist ein Zweitligaspieler und dann ist es eine besondere Ehre, auch für sein Land zu spielen. Er lebt doch nicht in dem Land, er lebt hier und ist für ihn natürlich auch immer ganz, ganz schön und für ihn immer ein Riesenhighlight, nach Hause zu kommen und seine
Kollegen aus der Nationalmannschaft zu sehen, aus dem Heimatland, seine Sprache zu sprechen. Das ist nochmal was anderes. Für ihn ist das wirklich schön und gibt ihm auch viel. Er kommt auch immer mit guter Laune zurück. Und hat jetzt auch, die waren ja auch relativ erfolgreich, hat jetzt auch gegen Schweden von Anfang an gespielt. Haben jetzt auch gewonnen. Und das ist für ihn schon wichtig. Aber natürlich in Summe, wenn ich die Gesamtbelastung des Jahres sehe, auch nicht ganz einfach, weil die bereiten sich auf die Nations League vor, haben dann auch noch eine Woche Training vorher und so weiter. Das heißt, der hat natürlich schon weniger Urlaub. Der macht jetzt länger Urlaub, der stößt erst später zu uns dazu. Ich werde nachher mit ihm telefonieren, dann werden wir den genauen Plan festlegen, weil wir natürlich abwarten mussten, wie viel Spielzeit hat er, kommt er verletzungsfrei raus aus der ganzen, aus den Spielen, wie ist seine Stimmung, wie ist seine Gefühlslage, wie fühlt er sich körperlich. Deswegen werde ich jetzt nachher mit ihm telefonieren und dann werden wir festlegen, wann er dann zur Mannschaft stößt. Da sind wir ja zum Glück als Zweitligist jetzt nicht so betroffen wie andere Mannschaften. Ich kenne das noch aus Leipzig, da hatten wir einen Vorbereitungsplan, der war gefühlt für 7 Kategorien von Spielern und dann hatten wir eine Planung, wenn WM oder EM war, wann die ausscheiden, welche Mannschaft wann ausscheidet, wann die Spieler einsteigen. Das war wirklich ein hochkomplexes Werk und dann mussten wir natürlich auch immer total adaptieren, welche Spieler kommen jetzt wie zurück und wie viele Spieler haben wir im Training und wann machen wir welche Inhalte, dass wir dann alle zusammen, das ist ja hier bei uns als Zweitligist etwas oder deutlich einfacher, weil wir, wie gesagt, wir haben jetzt nur Mats unterwegs und ein Tom und ein Kili, die in der U21 sind, die haben uns ja leider verlassen, deswegen spielt das, ich wollte das sagen, keine Rolle. Die waren natürlich auch noch in der Planung mit drin vorher. Ja, okay. Also das ist eher entspannt zu sehen. Ja. Ist jetzt nur ein Spieler, den wir separat planen müssen und alle anderen sind ja jetzt zum Vorbereitungsstart ganz regulär da und brauchen jetzt nicht länger Urlaub. Dann sprechen wir mal ein bisschen über diese kommende Saison und die Planungen. Sind die, was die Vorbereitung betrifft, abgeschlossen oder gibt's da noch Dinge, die man heute und morgen im Trainerteam besprechen muss oder liegt abhängig vielleicht von den Laktattests und Fitnesstests und sowas, oder ist es ja grundsätzlich also schon durch? Nee, schon so. Also die grobe Planung steht mit den ganzen Daten, wann trainieren wir, auch was sind die Schwerpunkte für die Wochen, aber die Detailplanung, also einzelne Trainingseinheiten, wie verteilen wir innerhalb einer Woche die Inhalte ganz genau, wie steuern wir die Belastung, da ist auch eine grobe Planung da, wann wir eine intensive Woche haben, weniger intensiv und so weiter, ist alles schon fertig. Aber ins Detail gehen wir dann immer erst am Anfang der Woche, weil wir dann auch noch aktuell reagieren wollen auf die Sachen der letzten Woche. Das ist auch in der Vorbereitung so, wie malen Alltag und natürlich die Ergebnisse der Testung von gestern fließen damit ein. Da werden wir uns heute auch nochmal zusammensetzen und dann alles besprechen. Gibt es da Auffälligkeiten oder können wir ganz normal weiter fortfahren, so wie wir es geplant haben, oder müssen wir ein bisschen anpassen? Ich hoffe nicht, gehe auch nicht davon aus, habe jetzt auch von gestern keine schlechte Rückmeldung bekommen, aber im Detail gucken wir uns nochmal die Spiele einzeln an, ob wir da anders steuern müssen. Und dann gibt's ja immer so in der Vorbereitung auch noch die Dinge, die so neben dem Platz passieren. Wie wollen wir als Gruppe Dinge angehen? Wann setzen wir uns zusammen, besprechen bestimmte Themen, machen mal Dinge außerhalb des Platzes zusammen? Wie wollen wir das Trainingslager gestalten? Wann wollen wir einen freien Tag mal geben? Wie wollen wir den nutzen? Und das sind auch so Dinge, die wir dann nochmal im Trainerteam dann so besprechen, weil natürlich, das kann man alles planen im Mai oder im April, nur bis dahin verändert sich ja auch noch was. Bis dahin verändert sich der Kader ein bisschen. Man hat wieder neue Kraft getankt. Ist ein bisschen frischer. Man ist kreativer nach den 4 Wochen. Und deswegen mache ich es gerne, dass ich so die letzten Details dann wirklich erst in der Vorbereitung mache, weil ich dann schon den Kopf in der neuen Saison habe. Und wenn ich das im April oder im Mai mache, bin ich noch bei der alten Saison. Und dann besteht die Gefahr, dass dann einfach nur das abgearbeitet wird und nicht so richtig kreativ Platz für Kreativität ist. Und deswegen die letzten Details kommen jetzt heute, morgen und dann nächste Woche, immer am Anfang der Woche. Wir haben uns vor deinem Urlaub nochmal am Pfalzner Weiher getroffen und unterhalten und privat haben wir uns. Ja, genau, ganz ich privat. Einfach über Urlaub einfach nur zum Quatschen, wo wir hinfahren. Genau, wie wir es so öfter machen, einfach ja, so. Ja, genau, ein regelmäßiger Schurfix. Wir haben da kurz mal so über die Trends im Weltfußball gesprochen.
den neuesten Scheiß. Und ich bilde mir ein, mich zu erinnern, dass es da gar nicht so viel gab, aus deiner Sicht. Ja. Hat sich das geändert im Sommer, weil du jetzt so ansetzt? Oder? Ja, genau. Also bin immer noch der Meinung, dass jetzt gerade nicht so viel Neues ist. Was ich beobachte, ist so ein Kampf der Ideen oder so. Also wir haben auf der einen Seite, finde ich immer, wenn ich Champions League sehe, haben wir auf der einen Seite so die Mannschaften, die ja sehr, sehr konzeptorientiert arbeiten, also wie Liverpool, wie Chelsea, wie Manchester City, auch Bayern, wo du siehst, da, selbst jetzt Villarreal, da steckt ein Sevilla in der Euroleague, da steckt ein ganz klare Idee dahinter, da sieht man, wie der Trainer arbeitet, da sieht man, dass die Spieler bewusst auch für bestimmte Rollen geholt werden, dass die Mannschaften flexibel in der Grundordnung sind und dass sie sich für jedes Spiel auch eigene Pläne zurechtlegen. Und auf der anderen Seite sieht man, einige nennen das so Heldenfußball, ja, Real Madrid, Paris Saint-Germain, einfach mit hochkarätigen Spielern gespickt, die eine brutale Mentalität haben, die wissen, wie man Spiele gewinnt, die zur richtigen Zeit funktionieren, die in der Liga meistens mit 70-80% wahrscheinlich unterwegs sind und in den großen Spielen dann einfach dann performen, ja, dann auch anders geführt werden von den Trainern, da viel mehr Mitspracherecht ist, und sieht man ja, das hat man jetzt auch bei Real Madrid so gesehen, und finde ich halt total spannend, dass beide Wege zum Erfolg führen können. Und man auch genau wissen muss dann, welchen Trainer braucht diese Mannschaft jetzt. So, dass das halt ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel ist, einfach, okay, ich habe jetzt die und die Mannschaft, welchen Trainer brauche ich, und was kann zum Erfolg führen, und das darüber habe ich mir jetzt ein bisschen im Verlaufe der Champions League Halbfinals und Finals ein bisschen Gedanken gemacht und fand das total spannend, auch nochmal zu sehen, wie da so, ich will es ja gar nicht Gegensätze nennen, aber wieder so unterschiedliche Dinge gegeneinander spielen, und das ist schon cool. Bei Verfügbarkeit aller Mittel, für welchen Weg würdest du dich entscheiden? Ich bin dann schon eher im Bereich erstgenanntes, aktuell macht mir am meisten Spaß, Chelsea mir anzuschauen unter Thomas Tuchel. Okay. Also die ganze Saison über habe ich auch viel gesehen, finde ich schon echt beeindruckend. Finde auch eine ganz spannende Mannschaft mit noch Potenzial, weil sie auch junge Spieler haben, und finde die echt gut. Da schaue ich sehr gerne hin. Ja, wenn man dann wieder zurück in Nürnberg ist, wie sehr muss man sich selbst bremsen, wenn man den Plan für die kommende Saison entwirft, auch was das Spielerische betrifft, die Herangehensweise, dass man nicht zu verrückte Dinge will und fordert von einer Mannschaft, die eben nicht im Champions League Halbfinale ist, sondern im Zweitliga-Tabellen-Mittelfeld. Naja, das ist gar nicht so schwer, weil ich bin ja auch kein Champions League Trainer. Also es ist ja nicht so, dass jetzt Pep Guardiola hierher kommt und sagt, er will jetzt hier verrückte Dinge machen, sondern ich bin ja immer noch ich, der auch ein Zweitligatrainer ist, und deswegen passt das schon ganz gut. Wichtig ist, dass man, hatte ich vorhin schon mal gesagt, dass wir als erstes wieder schaffen, die Basis auf den Platz zu bekommen. Wir müssen intensiv sein, wir müssen defensiv stabil sein, wir müssen ein ganz sauberes Passspiel, Freilaufverhalten haben. Also die ganze Basis des Fußballs müssen wir uns wieder zurückerarbeiten, müssen wir wieder hinkommen, dass wir am Anfang der Saison stabil sind. Und da geht es auch noch nicht darum, wilde Dinge zu machen und super Fußball zu spielen, sondern gut in die Saison reinkommen, richtig stabil sein, punkten, unangenehm sein, dass die Gegner keine Lust haben, gegen uns zu spielen. Und dann darüber dann wieder eine Spielfreude zu entwickeln, eine Flexibilität, eine Variabilität zu entwickeln in den Grundordnungen, dass wir dann wieder uns gut anpassen und dann sehen, okay, hey, was ist die Saison, was kann erfolgreich sein? Da hat man Ideen vor der Saison, aber es ist noch nicht so, dass das jetzt, wir sagen, okay, wir haben jetzt die Grundordnung und das Spielermaterial, das wollen wir unbedingt durchziehen. Kann sein, dass nach 10 Spieltagen wir merken, das passt, aber wir müssen ein bisschen was verändern, und dann machen wir das gerne. Wir haben jetzt festgelegt, wir haben uns für die Saison 2 Grundordnungen uns überlegt, wir haben das Spielermaterial dafür, wir haben auch gesagt, wo wir uns verbessern müssen, was wir beibehalten wollen, haben wir alles analysiert, alles auch festgelegt, das ist alles klar, und trotzdem kann es sein, dass wir da jetzt nicht alles über den Haufen werfen, aber dass wir Dinge anpassen, so die Grundidee bleibt gleich, aber wir müssen da schon auch gucken, dass wir uns in der Liga auch adaptieren an die Dinge, die gefordert sind. Dafür sind wir einfach dann ein Zweitligist, und wollen es auch nicht kleiner machen, als wir sind. Wir wollen schon auch unsere Art von Fußball immer auf den Platz bringen und uns verbessern.
Aber ist jetzt nicht so, dass wir unbegrenzte Mittel zur Verfügung haben und dann einfach sagen, wir kaufen uns die Spieler, um das zu spielen, was wir spielen wollen. Ja. Ich hatte auch eine Idee. Selten der Fall, aber ich habe Menschen auf Twitter darüber informiert, dass wir diesen Podcast aufnehmen. Oh. Und darüber, dass ich ab morgen Urlaub habe. Oh. Und es kamen Fragen zu beiden Themenkomplexen. Wollen wir die noch ein bisschen abhandeln? Also die Fragen zum Urlaub wahrscheinlich mehr und häufiger als die Fragen. Tatsächlich. Naja, obwohl es hält sich die Waage. Eine gibt's von Chaos zu beiden Themenkomplexen, nämlich wohin geht es? Du hast dein Urlaubsziel nicht verraten wollen vor deinem Urlaub. Ich verrate alles Private. Ich fahre nach Sardinien. Wohin geht's mit dem 1. FC Nürnberg in dieser Saison? Ist, glaube ich, dann die zweite wichtigere Frage. Also ich glaube, da sind wir so im Saisonzielbereich schon fast. Ja, genau. Das werden wir noch formulieren, wenn wir wissen, wie unser Kader endgültig aussieht, wie die anderen Kader sind, auch wie kommen wir rein, wie läuft die Vorbereitung, da bekommt man ja so ein Gefühl dafür in der Vorbereitung. Letztes Jahr hatten wir ein gutes Gefühl in der Vorbereitung und konnten dann das Saisonziel auch mit ohne Bauchschmerzen formulieren. Wie ich schon gesagt habe, wieder eine Stabilität hinbekommen und dann gucken, wie wir das Saisonziel formulieren. Aber ist jetzt, glaube ich, noch zu früh, so am ersten Trainingstag, wo der Kader auch noch nicht komplett ist, so ein Saisonziel zu formulieren. Würde ich mich jetzt schwer tun und müsste mich auch nochmal mit meinem Chef abstimmen. Ja, okay. Ich sage Aufstieg, aber meine Meinung ist da eher nicht maßgeblich. Wollen wir weiter durch diese Fragen? Ja, gerne. Ich würde die einfach, weil du beim letzten Mal gesagt hast, du hast, beim vorletzten Mal war das, gerne mal im Austausch mit den Fans, weil es den so selten gibt. Das war in der Hochphase der Pandemie-Beschränkungen auch. Ist es jetzt besser geworden inzwischen? Ist der Austausch klar, wie du ihn dir vorstellst? Am Rande der Spiele und so, aber das beschränkt sich ja eher auf, beschränkt sich ja eher auf, hey Robert, können wir mal ein Selfie machen oder alles Gute und hey und cool oder wechsel mal den Blinden aus und lass mal den spielen. Darauf beschränkt sich das ja eher, so ein konstruktiver Austausch ist ja manchmal schwer möglich. Man merkt ja auch jetzt nicht immer als Trainer sofort, okay, derjenige, der jetzt kommt, hat der jetzt Ahnung oder nicht oder will der einfach nur reden? Also das ist ja auch immer ein bisschen schwierig. So manchmal hat man total überraschend Kontakt mit Leuten, wo man merkt, oh ey, die machen sich ja echt Gedanken, wenn es dann mal so eine ruhige Minute ist. Und wenn es aber so am Trainingsplatz oder oder nach den Spielen ist oder so, dann beschränkt sich das ja eher auf Hallo und dann freue ich mich auch, wenn alle da sind und so. Deswegen ist das jetzt ja eigentlich ein ganz gutes Format, wenn die Leute mal in Ruhe ihre Gedanken vielleicht formulieren und dann als Frage formulieren und dann das ist eigentlich gar nicht schlecht. Ich weiß nicht, ich hab jetzt vielleicht kommen jetzt noch wilde Sachen. Wir haben aus beiden Kategorien, glaube ich, ein bisschen was. Steffen will wissen, wie hoch liegt die Ausstiegsklausel? Für wen? Ich glaube, für den Trainer. zu Vertragsinhalten machen wir wie immer keine Angaben, weder Laufzeiten noch Details. Alex, muss ich Alex, leider drauf verweisen. Ja, finde ich gut. Das ist meine Lieblingsantwort. Macht aber auch Sinn, weil sonst, wenn man alles raushört, dann gibt's immer Nachfragen. Also da gibt's auch Nachfragen. Ja. Also egal, was man macht, wenn wir jetzt alles, wer hat wie lange Vertrag und was auch immer, dann gibt's ja dazu auch Nachfragen. Also wann wird verlängert oder wer zieht was und das ist ja alles. Ich finde das so ist gut und wir geben dann was bekannt, wenn's was zu bekannt geben gibt und dann ist alles okay. Meine Strategie ist ja einfach alles zu erzählen, weil es den Leuten dann irgendwann, glaube ich, so langweilig wird, dass sie nicht mehr nachfragen. Ja. Deshalb, das ist meine. Aber bei uns ist das im Fußball so, denn wenn man ganz viel erzählt, also es gibt auch mal Menschen, die glauben das dann einfach nicht und sagen, nee, die erzählen nur Quatsch. Das stimmt alles gar nicht. Gibt's auch. Ja. Vielleicht gibt's keinen richtigen Weg. Alexander Neuper, mich würde interessieren, ob seine vielen Umstellungen von Spiel zu Spiel taktisch wie personell seiner Philosophie oder dem vorhandenen Personal geschuldet sind und wie er das in puncto Eingespieltheit sieht. Das ist eine ordentliche Frage. Gute Frage, oder? Wo auch schon ein Großteil der Antwort drin steckt. Mhm.
weil es tatsächlich so ist, dass wir, dass ich schon gerne auch variabel ein bisschen auf den Gegner angepasst von der Grundordnung, ohne jetzt die Spiele dir zu verändern, sondern immer so ein bisschen anpassen. Und auf der anderen Seite natürlich aber auch dem geschuldet, dass wir vom Personal her, wir hatten eine gute Stabilität in der Abwehr, deswegen haben wir da wenig verändert, haben aber gemerkt, dass wir im Mittelfeld unterschiedliche Spielertypen hatten, die zu dem Gegnern ganz gut gepasst haben, was wir gebraucht haben, und dass wir im vorderen Bereich einfach nicht die Konstanz hatten, dass wir keinen Spieler hatten, der jetzt immer performt hat, der jetzt immer auf dem Platz stehen musste, weil er halt einfach über die ganze Saison oder Großteile abgeliefert hat, und deswegen hatten wir da natürlich auch ein paar Wechsel, also Personal, aber auch ein bisschen an den Gegner angepasst, so eine Mischung, und natürlich geht's manchmal zu Lasten der eigenen Spieler, das haben wir auch gemerkt. Das wissen wir auch, also, oder weiß man als Trainer generell, dass es immer dieses ist, Eingespieltheit versus guter Anpassung und hundertprozentiges Fitting auf den Gegner. Und das ist immer so eine Abwägung, wie man das macht. Wir hatten dann eine Phase, wo wir 4 Spiele am Stück gewonnen haben, wo wir gleiche Grundordnung, gleiches Personal hatten. Da hatten wir gemerkt, da waren wir sehr eingespielt, die Abläufe haben gepasst. Und haben dann aber auch gemerkt, ja, aber du musst auch mal dann Reiz setzen und ein bisschen was verändern, weil sonst nutzt sich das auch schnell ab. Also dieses so ein bisschen verändern, auch wenn du gewinnst und auch wenn du eingespielt bist, ist immer ganz gut, weil sonst wird's träge und dann ist auch nicht mehr gut. Klubberer 2104, es gab in den 2 Jahren mit Robert Klaus 2 sportliche Krisen. Wie hat der Trainer und großgeschrieben, der Mensch Robert Klaus diese wahrgenommen und empfunden, für sich analysiert und geschafft, aus diesen Krisen rauszukommen? Würde mich als Führungskraft, der auch immer mal wieder stürmische Zeiten erlebt, interessieren. Mhm. Wie geht man mit Krisen um? Vor allem so öffentlich. Ja, also Krisen. Waren es nur 2 Krisen eigentlich? Also in der öffentlichen Wahrnehmung glaube ich, ja, ist auch richtig. Also wir hatten natürlich im ersten Jahr im Januar, wo wir halt, ja, glaube ich, kein Spiel gewonnen haben oder so, das war halt da, wo war da, das war ja, da hatten wir schon richtig Probleme und sind da so in so eine Negativspirale gekommen, und jetzt hatten wir in dieser Saison das Heimspiel gegen Ingolstadt plus das Spiel in Karlsruhe, diese 2, wo wir dann 9 Gegentore kassiert haben, was dann auch in der Außenbetrachtung schon als sehr kritisch gesehen wurde, wir das intern auch kritisch gesehen haben, auch ganz klar Dinge angesprochen haben, wir aber wussten, woran es liegt, und das war der Unterschied zu dem Jahr davor. Da war es so ein bisschen so, da haben wir gemerkt, Mensch, also wir machen doch eigentlich nichts anders und die Dinge laufen eigentlich ganz gut, aber so richtig, das war einfach so, glaube ich, da kam viel zusammen. Und jetzt waren es ganz klare Ursachen, die waren auch teilweise die waren selbst verschuldet, wo wir auch gegen Ingolstadt ganz klar, habe ich auch gesagt im Nachgang, die Jungs waren nicht richtig scharf und waren nicht richtig bereit für das Spiel, und das hefte ich auch mir mit an, dass ich da auch vom Personal her teilweise falsch aufgestellt habe oder auch die Ausrichtung des Spiels falsch gewählt habe, den Ansatz des Spiels und die Vorbereitung auf das Spiel nicht gut war, und das wusste ich auch ganz klar, und das Karlsruhe war dann einfach nur eine Folge des Ingolstadt-Spiels, und dann haben wir ja Dinge verändert und haben das auch klarer angesprochen, und dann war es auch wieder gut und dann lief das auch wieder. Das heißt, für mich ist immer wichtig, wenn ich sofort erkennen kann, woran es liegt, dann kann ich es gut beheben. So war es dieses Jahr. Im letzten Jahr hat es länger gedauert dann. Da war es eher so ein mühseliges, langsames Herausarbeiten und nicht so eine Sofortkorrektur. Wie bin ich damit umgegangen? Ich glaube, im ersten Jahr, das hatte ich auch schon mal irgendwo gesagt, im ersten Jahr hat mir meine Naivität geholfen, dass ich gesagt habe, naja. Das gilt für mein ganzes Leben. Also, das nur nebenbei. Dass ich gesagt habe, naja, also ich finde schon, dass wir hier fleißig sind, dass wir einen guten Job machen als Trainerteam, dass wir alles tun, um erfolgreich zu sein, aber es klappt halt gerade im Moment nicht. Wir machen jetzt einfach so weiter, bis es wieder klappt. Mehr kann ich auch nicht tun, und ich auch nicht ein Mensch bin, ich hasse Aktionismus, so, das bin ich überhaupt nicht, und irgendwelche Dinge zu tun, nur um was zu tun, sondern es muss immer einen Sinn haben. Und genauso bin ich in der Phase verfahren mit meinem Trainerteam, und auch mit dem Dieter im Austausch. Und ich glaube, das hat mir trotzdem auch geholfen, weil ich ja zu dem Zeitpunkt als Trainer auch noch nie eine Krise hatte.
in dem Sinne als Profitrainer und auch dann nicht irgendwie gedacht habe, was passiert, wenn wir jetzt irgendwie das nächste Spiel verlieren oder was passiert, wenn wir jetzt nicht gewinnen oder so. So habe ich gar nicht gedacht, weil ich das noch nie erlebt habe. Ja. Also auch nicht an negative Konsequenzen gedacht habe. Und ich glaube, das hat mir ganz gut geholfen und ich glaube, das hat auch die Mannschaft im Nachhinein hat das auch geschätzt an mir, dass ich dann relativ ruhig geblieben bin und nicht jetzt irgendwie dann Spieler rausgeschmissen habe oder alles über den Haufen geworfen habe oder freie Tage gestrichen habe oder Straftraining angesetzt habe, sondern das relativ klar angesprochen habe inhaltlich, aber so von der Herangehensweise gleich geblieben bin. Und jetzt, wie gesagt, jetzt war es halt für mich relativ simpel, die Ursache zu benennen und dann da wieder rauszukommen. Entschuldigung, ich muss einmal kurz mich räuspern. Das schneiden wir raus. Alles, ja, genau. Und das sind wir berühmt. Und als Mensch, wie gesagt, habe ich von meiner Naivität profitiert, dass ich mir nicht so einen großen Kopf gemacht habe. Muss aber auch schon zugeben, dass ich in dem ersten Jahr dann auch mal ein, zwei Nächte da echt wachgelegen habe und dann gekumpelt habe, was kannst du machen, was kannst du verändern, wie kriegst du es jetzt wieder hin und dann auch schlecht geträumt und so. Das ist dann schon, das nimmt dich dann schon mit, wenn du verlierst und das nächste Spiel wieder nicht gewinnst und denkst, ey, war noch okay und wir haben nicht gut gespielt, aber wir waren jetzt auch nicht schlechter als der Gegner, aber es muss doch mal jetzt irgendwie klappen, so, das nimmt dich schon mit und du siehst, wie die Jungs das versuchen und arbeiten und dann enttäuscht sind und dann die Menschen im Umfeld enttäuscht sind und dann Angst haben, dass es wieder schlimm wird und das nimmt dich schon mit als Trainer, ja. Und da machst du dir Gedanken und das oder als Mensch nimmt dich das natürlich auch mit. Da hilft's auch immer wieder, die Familie zu haben, nach Hause zu kommen, den Kindern ist es egal, ob du jetzt gewonnen hast oder verloren hast. Also in dem Sinne, also klar, die freuen sich schon, aber die Dinge, die als Vater und als Mann und als Freund und so anstehen, die stehen halt auch eher egal ob du jetzt gewinnst oder verlierst. Das hilft dann immer schon ganz gut. Herr Eloquent, findet er auch, dass Lino und Mats gelegentlich einen Tick zu lang mit dem Ball gehen, in Klammern nicht böse gemeint, und hat er einen Plan, wie das Timing beim letzten Pass nicht nur von den beiden noch verbessert werden kann? Da gab es so ein paar Fragen in die Richtung Offensivspiel, glaube ich, allgemein. Gute Frage. Also ja, wir sind eine Mannschaft, die viel mit Ball am Fuß ist, also viel übers Dribbling auch ins letzte Drittel kommt, auch statistisch gesehen von den Daten her. Über Pässe kommen wir zu wenig ins letzte Drittel. Es liegt auf der einen Seite daran, dass Mats und Lino da ihre Stärken haben mit Ball am Fuß und auch da Räume überbrücken können. Lino eher große Räume, dynamisch, Mats Überzahl schaffend in kleinen Räumen, dann an Überzahl herstellen. Aus Gleichzeitsituationen, da haben wir dann da unsere Stärken drin und jetzt brauchen wir da auch noch genau das Gegenstück dazu, dass wir halt über Pässe ins letzte Drittel kommen und da geht's um zwei Sachen. Das eine ist die Spieler, die Bälle spielen, die also da ihre Stärken haben, Räume zu erkennen, in die Tiefe zu spielen oder auch in die letzte Kette, in die letzte Ebene zu spielen, die Bälle, und aber auch Passempfänger. Also Spieler, die tief gehen, Spieler, die dann die Bälle im Rücken zum Tor gut verarbeiten, die sich gut zwischen den Ketten bewegen und dann auch aufdrehen können, also dann im vorderen Bereich. Und wenn wir diese beiden Sachen dann hinbekommen über, klar, Transfers, aber auch über Arbeit im Training, über noch mehr herauskitzeln von Potenzialen, dann können wir uns dort noch verbessern. Das ist halt unsere Hauptaufgabe, dass wir da noch besser ins letzte Drittel kommen, und übers Dribbling das beibehalten, aber noch mehr übers Passen, weil es einfach, finde ich, wenn man übers Passspiel ins letzte Drittel kommt, dann es geht schneller, man kann mehr Spieler überbrücken in gleicher Zeit, und dann ist es einfach die Wahrscheinlichkeit, dass man weniger Spieler des Gegners noch hat, die das Tor verteidigen, ist höher und damit steigt die Wahrscheinlichkeit, sich Torchancen herauszuspielen. Schafft man das in einer Vorbereitung? Nicht in einer Vorbereitung, aber so im Verlauf einer Hinrunde kann man das schaffen. Und wir haben jetzt auch ja schon an den Themen schon länger gearbeitet. Es war jetzt noch nicht so sichtbar auf dem Platz, aber wir haben daran gearbeitet. Und das ist ja dann auch im Fußball so, man macht ja nicht eine Woche lang irgendwie ein Thema und dann funktioniert, sondern ja. Was wir jetzt zum Beispiel vor 8 Wochen gemacht haben, ist ja trotzdem in den Beinen und in den Köpfen der Spielern drin. Und wenn das dauert einfach ein Stück weit und dann kann es zum Tragen kommen, wenn die
Dinge drumherum gut sind, Selbstbewusstsein, gerade beim Offensivspiel, alle sind fit und die Abläufe defensiv passen, weil man dann natürlich auch eine gewisse Sicherheit hat, dass man nach vorne hin mutiger sein kann. Wenn das dann alles dann zusammenkommt, dann kann es dann schon funktionieren. Kaffee mit Gott. Herr Klaus, welcher Verein außer dem FCN spielt am ehesten den Fußball, den Sie sich wünschen? Ich glaube, das... Chelsea London? Ja, wurde gerade schon... Haben wir schon drüber gesprochen, ja. Haben wir schon drüber gesprochen. Kai SP, wer soll Kraus ersetzen, wird die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilt und rückt dafür Kastrop öfter in den Spieltagskader? Ja, ob jetzt, wie, also jetzt Kaderbesetzung ist, kann ich jetzt noch nicht sagen. Das wäre grob fahrlässig von mir, wenn ich jetzt schon die Kader bekannt gebe für die ersten Spieltage. Wäre mal was anderes. Ja, ohne den Gegner zu kennen. Ja. Aber es ist schon so, dass wir das auffangen wollen, dass der Jens, den haben wir bewusst auch schon ein halbes Jahr früher geholt, dass er ein halbes Jahr Eingewöhnungszeit hat, dass er dann eine größere Rolle spielt jetzt in der neuen Saison mit seinen Eigenschaften. Der kommt dem Tom schon nah, von seiner Art zu spielen. Es ist ein sehr, sehr spannender Spieler. Mal gucken. Trotzdem lassen wir uns immer auch noch Möglichkeiten offen. Transferfenster ist auch lang offen. Wenn es da Möglichkeiten gibt, was finanziell machbar ist, wo wir sagen, wir kriegen jetzt über die Vorbereitung Eindruck, hey, wir brauchen auf der und der Position, unabhängig jetzt von Toms Position, brauchen wir noch Qualität, oder es gibt noch eine Möglichkeit, da was zu machen, dann sind wir da auch nicht so, dass wir sagen, hey, wir haben jetzt die und die Spieler und jetzt ist Schluss, sondern da gucken wir schon noch, dass wir da den bestmöglichen Kader uns hinstellen. Da das jetzt alles erstaunlich seriös für meine Verhältnisse war und unsere Zeit sich dem Ende zuneigt, Sebastian, machen wir jetzt noch was Unseriöses am Ende. Machen wir noch was Unseriöses. Sebastian und viele, viele andere Menschen da draußen wollen wissen, wie steht Robert Klaus zu Cordon Bleu und wo gibt's das Beste in Nürnberg und Umgebung? Cordon Bleu ist, um nochmal ganz kurz... Schnitzel mit Käse und Schinken, ja, gefüllt. Ja. Eine Schnitzel, also, ist, was ist denn das für ein Fleisch? Ein Schweinefleisch. Also schwierig. Hauptsächlich. Ja, schwierig. Also grundsätzlich versuche ich so viel wie möglich auf Fleisch zu verzichten. Mhm. Und wenn dann wirklich gutes Fleisch irgendwie, ich weiß nicht, ob so in einem Cordon Bleu jetzt so die allerhöchste Qualität von... Es könnte das jetzt alles einen so Aufstand in der fränkischen Schweiz, ja, können wir jetzt hier lostreten. Nee, aber ob das jetzt alles immer so, ob die Schneiden Tiere wir dann wirklich so glückliche Tiere waren, ja, oder ob die nicht dann irgendwie... Es gibt ja auch vegetarisches Cordon Bleu, der Florian Zinger macht dafür immer Werbung, deshalb. Aber wenn ich das noch Cordon Bleu nenne und essen sollte, weiß ich auch nicht, dann lieber doch einen Salat. Habe ich, glaube ich, ewig nicht mehr gegessen, und wie gesagt, und wenn, also Fleisch so viel wie möglich, bin kein Vegetarier, aber ich versuche fleischarm zu leben und versuche mir so dieses tägliche Fleisch, habe ich mir abgewöhnt, jetzt schon längere Zeit. Sehr vernünftig. Und wenn dann nur, dass es halt auch Sinn macht, dass halt der Bauer, der das Fleisch produziert, dann auch dafür entlohnt wird, für die Mühen, die er sich macht mit den Tieren, und dass die nicht dann irgendwie aus, da über die Autobahn gekarrt werden, das ist widerlich. Ja, das ist es. Deshalb ab und an mal ein Cordon Bleu, ist dann aber wahrscheinlich schwierig im Fränkischen, wo es ja doch eine noch sehr fleischlastige Küche. Ja. Das stimmt, das ist also... Ja, das heißt, Robert Klaus muss dann immer Käsespätzle essen, wenn er irgendwo in die Kneipe geht. Nee, aber das gibt man schon. Das passt schon. Ja. Und ich sage ja nicht, dass ich gar kein Fleisch esse, aber es muss halt wirklich... Da muss ich sagen, okay, es muss was Gutes sein, dann dass es Sinn macht. Ja. Esst weniger Fleisch, dann enden wir mit diesem Plädoyer. Aber ab und an ein Cordon Bleu, ein kleines, ist schon erlaubt. Das wäre ein zu krasser Schritt jetzt hier in diesem Podcast, wenn wir das Cordon Bleu jetzt auch noch verteufeln. Deshalb, wir entwöhnen uns langsam. Ich bin ja nur Gast. Als Gast darf man ja auch einfach seine eigene Meinung. Darf man ja seine eigene Meinung haben. Dummerweise ist ja gut. Das ist hier immer noch so. Vielen, vielen Dank. Wir sehen uns in 4 Stunden schon wieder am Trainingsplatz. Stimmt, beim Training. 14 Uhr Trainingsauftakt. Die Folge wird dann wahrscheinlich noch nicht vorher, sondern hinterher ausgestrahlt. Deswegen, wenn ich jetzt Aufruf mache, dass alle zum Training kommen, macht wenig Sinn, oder? Ich versuche es zumindest hinzubekommen, ob es dann auch noch bis zum Ende schon gehört wurde. Also,
kommt alle zum Training. Ja, genau. Klaus freut sich. Auf dem Max-Morlock-Platz, Wetter ist schön, ich schaue da gerade drauf, Platz sieht gut aus. Ja, wir haben auf alle Fälle Bock auf die neue Saison. Vielen, vielen Dank für die Zeit. Viel Glück in der neuen Saison und bis zum nächsten Mal. Jo, ciao. Bis dann, macht's gut, ciao. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.